Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Quarry, Größe 2x4. Das ist ja eine neuere Map, die ich noch nie gespielt habe und deswegen folglich auch noch nie aufgenommen habe. 4x2 ist, 2x4 ist das, ist ja sowieso mal eine ganz gute Runde, wenn ich hier am Vorproduzieren bin, hat eine schöne Größe. Muss man ja zwischendurch auch mal machen, damit ich einfach mehr, ja, schneller eine größere Menge an Folgen aufnehmen kann. Von daher ist es doch ganz praktisch. So, wir warten jetzt noch die 15 Sekunden. Upsala, so, ich musste gerade mal kurz was an meiner Spange richten, da habe ich mir gerade ein bisschen Wachs reingetan, weil der gerade was in mein Zahnfleisch piekst, keine Ahnung. Und das ist, tut halt weh beim Reden. Und okay. 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 Ich hätte mir das jetzt anders vorgestellt hier. Aber okay, kann man machen. So. Jetzt bin ich wieder voll einsatzfähig hier. Mein Mund ist wieder geheilt. Also nicht geheilt, aber ziemlich gut abgedichelt, hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass das weiterhin wehtut. Das stört dann natürlich nämlich beim Reden. Und dann kann ich eben nicht gut reden. So geht's jetzt aber und ich hoffe, so bleibt es auch. So, wir sind in Team Blau, kämpfen halt nur gegen Team Rot. Oh, er hat hier eine Masse an Blöcken dabei. Spitze. Okay, ich habe auch nicht viele, aber immerhin mehr. Bei mir hat es sich wenigstens gelohnt anzufangen. Ich glaube, wir sind jetzt auch jeden Moment schon da. Genau, hat genau gepasst. Da hat er sich gerade selbst Blöcke in den Weg gesetzt. Kann das? Ich glaube schon. So, wir kommen jetzt hier zu dritt an, mein Freund. Ich habe keine Ahnung, wo das Bett ist. Ich weiß einfach null über diese Map. Aber okay, wir rennen hier einfach mal durch. Er hat einen Bogen. Shit. Den wollte ich ihm jetzt eigentlich noch stehlen. Hat leider nicht funktioniert. Das ist blöd. Wo ist das Bett auf dieser Map? Hier hoch, schätze ich, ne? Das muss eigentlich hier oben sein. Yep, da ist es. Yabby Dabby, hier ist ein Goldspawner, gut zu wissen. Aber ich denke, mit dem kann man eh nicht viel anfangen. Weil so selten wie da Gold spawnen wird, da kann man lieber andere tolle Sachen machen. Nämlich zum Beispiel in die Mitte rennen. So, der Nilus kommt zurück. Ich hoffe, er hat genug Gold für den Bogen dabei, den er sich holt. Okay, und Attacke. Und tschüss, Jakob, irgendwas. So, die Frage ist, wer von den Typen hat den Bow? I think that guy without any armor. Ich denke, der Typ ohne Rüstung sah mir gerade zumindest danach aus. Da, der Wildtex. Okay, interessant. Er hat einfach überlebt, weil da unten solche Dinger sind. Konkret. So, hier haben wir nochmal zwei Gold, die bringe ich jetzt einfach nach Hause, damit wir zu Hause zwei Gold wieder haben. Könnte wichtig sein, könnte wichtig sein. Nilus hat einen Bow, wie viel? Hier haben wir noch zwei Gold, perfekt. Ich wusste, dass diese zwei Gold noch wichtig werden, denn jetzt sind wir... Er hat einfach Flyhack, Leute. Was war das denn? Damit komme ich jetzt gerade nicht klar. Hä? Hat er bei mir einfach nur gelaggt und ist deswegen unterhalb gelaufen? Oder hatte der an? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber ich nehme das einfach mal an. Und freue mich. What the fuck? Was war das denn? Aber alles okay. Ich kann damit leben. Also der rote... Rote mit dem Bogen ist auf jeden Fall tot jetzt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich durchrushen zu denen. So wie es auf dieser Map eigentlich sein muss. Das probieren wir doch jetzt direkt mal, indem wir einfach genau die gute alte... Ne, sie haben einen Bogen. Okay, wer? Ich glaube, Nico, der Boss. Ja, ist jetzt so eine Sache, ne? Wie macht man das jetzt am besten?
Mitte bekämpfen und auf besseres Equip sparen, oder? Das ist dann halt so eine Sache. Ja, jetzt ist diese Map, kann diese Map sich auch ewig hinziehen, wenn beide Mannschaften einen Bogen haben. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der geht einfach unten drunter her, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen, oder? Was ist da gerade passiert? Anscheinend habe ich es falsch gesehen. Okay. Lassen wir es nochmal durchgehen, ne? Gut. Keine Ahnung. Das wäre lustig, wenn man den Ofen öffnen könnte. Das wäre echt witzig. Oh, er kassiert 3 Schüsse. Schießt auf diesen Boss da. Also nicht auf den Boss, sondern auf den der Typ, der Boss heißt. Ja, auf genau den. Bombardiert sie. Schießt aus allen Rohren. Okay, wir haben die erstmal wieder ein bisschen zurückgedrängt. Was ich jetzt machen werde, ist auch eine alte Taktik. Ne, Moment, erstmal muss ich überprüfen, ob diese alte Taktik überhaupt funktionieren kann. Die meisten werden sie jetzt wahrscheinlich schon wissen. Ja, sie kann tatsächlich funktionieren. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert, weil die Viecher sind so dumm wie... keine Ahnung was. Mal gucken. Jetzt sollte spätestens jetzt sollte jeder wissen, welche Taktik ich auffahren werde. Nämlich die gute alte. Man braucht Bronze dazu, Leute. Viel Bronze. Jetzt weiß es jeder. Die Sophies werden gebraucht. So, ich brauche noch einmal eine Ladung Bronze hier. So. Wer wusste direkt von Anfang an, welche Taktik ich machen wollte? Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Also wer wusste direkt, als ich den Weg überprüft habe, dass ich die Sophies einsetzen wollte? Der schreibt mir das doch jetzt bitte mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Dies, das in die Kiste. Die 4 Gold behalte ich erstmal, weil ich mir... weil ich auf eine Enderperle und so ein Shit spar. Halt einfach, um die zu vernichten. So schnell, wie es nur geht. Tommy, hau ab. Das war wohl zu spät. Was war das denn schon wieder für eine Action hier? Okay, der... Oh! Hi, boy! What's going on over there? Want to have some TNT-Schafe in your mouth? That's no problem. Okay, er spammt ihn richtig. Hier wird richtig gespammt. Da mache ich doch mal mit. Kein Problem. Okay, jetzt zurückziehen, Leute. It's Feeds. Müsste heißen. Okay, ich werde jetzt TNT-Schafe setzen. Die. Sich alle gegenseitig. Ich verstehe diese Taktik mit den T-Schafen noch nicht so richtig. Ah, Drecksviecher. Irgendwie läuft das mit denen nicht so richtig. Die laufen in alle Richtungen, aber nicht in die laufen so. What the fuck? Hier läuft einfach gar nichts richtig. Okay, den habe ich so gefistet. Nice, Enderperle. Wer? Okay, dann halte ich hier weiter. Enderperle wäre echt jetzt eine nice Sache, weil die Runde geht einfach schon 10 Minuten. Aber wir spielen die neue Map Quarry und ja, testen die direkt mal aus. Also hier merkt man, kann es längere Runden geben. Da Goldspawner in der Base und den ganzen Stissel. So, wenn er jetzt die Enderperle wirft, das wäre traumhaft. Weil dann hätte er direkt 2 Leute stehen lassen. So, es wird sich keiner opfern. Dem habe ich auch gegeben. So, dann bauen wir uns jetzt mal hier so eine Art kleine Treppe hoch. Ja, ja, du machst einen Abgang. Du wirst nicht überleben.
Aua. Okay, er hat jetzt wahrscheinlich die Enderperle, wenn ich das richtig sehe. Ich versuche mir jetzt noch ein Eisenschwert zu ergattern. So schnell es geht, damit ich mithelfen kann. Aber ein Schwert ist immer eine gute Sache. Dann werde ich unsere, Amphiz ist gestorben. Aber nee, der hatte nicht die Enderperle richtig, stimmt. So, dann werde ich mir jetzt hier noch... Wo ist denn Amphiz? Ah, da. Hier, Amphiz. What the fuck? What the fuck? Lex des Todes. So, jetzt geht's. Da habe ich dir noch 5 Gold hingeschmissen. Kein Problem. Jetzt kommen die ja zu uns. Was geht denn da ab? Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Jetzt müssen wir uns hier tatsächlich verteidigen. Ich tue jetzt so, als hätte ich kein Bow. Und dann wird hier geschossen. Nice. Genau so war das geplant, Leute. Und dann hatte er einfach auch noch einen Bogen. Richtig schön. So, das zimmern wir hier jetzt einfach ein ganz kleines bisschen Endstone zu. Zack, 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 zack. Ganz schwach nur. Einfach damit nicht jeder ohne Spitzhacke hier durchrushen kann. So, wieder so tun, als hätte man keinen Bogen. Und dann gleich mit dem Bogen ankommen. Schade, ich dachte, er kriegt vielleicht auch schon so einen. Lass sie kommen, lass sie kommen. Nicht schießen, nicht schießen, sei brav. Ah, ein Fietz hat sich verraten. Okay, dann wird jetzt aus vollen Rohren geschossen. Dann wird jetzt geschossen, was das Zeug hält. Zack. 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 Noch einen Schuss braucht er. Leute, ich treffe richtig gut. Okay, den einen habe ich zum Rückzug gebracht. Ah, er battelt sich weiter von da hinten. Ja, ich bin voll equipped. Also die sollen erstmal kommen, ruhig. Das kommt hier in die Kiste rein. Wir sind auch einer mehr, was ziemlich gut ist. Das könnte uns auf jeden Fall auch, das könnte auf jeden Fall auch ein entscheidender Vorteil sein. Aber diese Runde geht einfach doch ziemlich lange, so wie ich das gar nicht erwartet hatte. Okay, ich werde mir jetzt von ein bisschen Eisen ein paar Kisten kaufen. 7 Kisten werde ich mir kaufen. Das ist einfach des Bettes wegen, damit das sicher ist. Ich glaube, das hat sowieso höchste Priorität, auch bei den Jungs hier, mit denen ich hier gerade spiele. So, ich baue das hier sicherer, meine Freunde. Zack, 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 zack. Genau, dann hier eine, hier eine, hier eine. Erstmal so, dass man nirgendwo durchkommt, ohne eine Kiste abgebaut zu haben. Dann kommt hier ein Endstone hin, hier ein Endstone hin, hier ein Endstone hin, hier ein Endstone hin und hier ein Endstone hin. Dann kommt hier noch eine Kiste und hier noch eine Kiste. Hier kommt noch ein Endstone hin und dann wird das alles ausgekleidet mit anderen Baumaterialien. In etwa so. Gut, das läuft doch. Ein bisschen aufpassen müssen wir natürlich trotzdem noch, weil die jederzeit hier mit Enderperlen und so kommen können. Aber unser Bett ist schon mal stark eingebaut. Ich werde uns jetzt auf den Angriff, der bevorsteht, vorbereiten. Mit allem möglichen Stuff. In this chest over here. Rückstoßknüppel. Zack, noch mehr Rückstoßknüppel. Und jetzt noch ein paar Schwerter. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann noch Knüppel. Oberknüppel. So, gut. Hier packen wir die einfach auch noch rein. Schaden kann es nicht, wenn ein paar mehr drin sind. Okay, wir sind vorbereitet auf einen Angriff. Wir kriegen die kleinen, wenn die angreifen sollten. Das Problem ist,
Das einer muss bauen. Einer muss Base bauen auf dem Weg. Ja, das ist eine gute Idee. Das stimmt. Amphiz hat's drauf. Nur leider hat er eben nicht geschafft, die Mitte zu halten. Warum auch immer. Keine Ahnung. Wir hatten eigentlich voll die gute Position, so wie die jetzt eben. Ich denke ab, ihr... Bitte was? Wie sollen wir den bauen? Wir haben volles Equip Boy. So leicht ist das nicht. Nee, bau du. Das ist wichtiger, glaube ich, wenn wir so ein bisschen decken hier. Aua. So, ich vergrößere die Kiste nochmal. Um noch mehr Stuff hier reintun zu können. Nämlich Blöcke. Zack. Dann noch kleine Chestplates. Dam, 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 dam. Und noch andere Rüstungsteile. Nämlich 8 mal einen Helm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ach ne, das hat nicht funktioniert. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, alles in there. So, passt so. Wir haben gerade keine Zeit für mehr. Da soll man sich einfach irgendwas rausnehmen, wenn man irgendwas braucht, wenn die gleich angreifen. So, jetzt stehen die da schon zu dritt, ey. Das regt mich ja gerade ein bisschen auf. Aber, keine Ahnung, wie sollen wir das verteidigen? Das ist eine gute Frage. Mit Traps. Traps sind wichtig, damit man nicht sieht, wo man sich hinbaut. Traps sind important. Very, very, very important. So, ja. So, er fängt jetzt an mit kleineren Stützpunkten. Das ist schon mal nicht schlecht. So, eine Trap kostet, glaube ich, 4 Eisen. Das ist mega teuer für so eine Map. Ich übernehme mal ganz kurz. Zack. Okay, da habe ich auch nochmal einen Hit mitgegeben. Wir müssen Traps platzieren. Einmal auf dem Weg hier, direkt vorne. Und dann oben am Bett. Das ist... 5 Eisen kosten die sogar, wow. Ja, das Wichtigste ist, hier vorne auf dem Weg eine zu platzieren. Damit dann schon zumindest schon mal eine ausgeschaltet ist für die Zeit, in der die anderen beiden kommen, wir uns dann auf die konzentrieren können. Und dann können wir die anderen da immerhin, haben wir schon mal einen weniger. Und können uns auf die anderen konzentrieren. Das gleiche versuche ich jetzt nochmal oben am Bett zu machen, damit man da einfach ein bisschen mehr sich auf so einen anderen konzentrieren kann. So, wir haben jetzt immer, wow, lol, volles Einser-Equip in der Teamkiste. Hier liegt richtig viel Gold, lol, 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 XD. So, hier ist unsere Rohstoffkiste und da tue ich jetzt auch einfach mal die Sachen rein, einfach weil ich es kann. Dann brauchen wir jetzt noch 3 Eisen für eine Trap oben am Bett. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Da müssen wir jetzt den Laufweg rauswählen, den die wahrscheinlich auch laufen werden. Also ich denke mal, die werden einfach hier mittig drüber rennen. Das war mein Handy. Nice. Ich denke, die werden da einfach so drüber laufen. Mal gucken, ob sich dies bewahrheitet. Wirklichkeit wird oder nicht. Da bin ich mal gespannt. Werden wir dann sehen. Die Runde geht einfach 20 Minuten, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte, wir machen hier eine schnelle Runde. Nee, dem ist nicht so, Leute. Also, ihr werdet euch freuen, ne? Aber für mich ist das gerade... ich wollte mal kurz eine schnelle Runde hier aufnehmen, vorproduzieren. Ich dachte, das geht hier innerhalb von maximal 5, 6, 7 Minuten.
Weil ich hatte ja in letzter Zeit nur lange Folgen. Always. Jetzt gibt's wieder eine, Leute. Jetzt gibt's wieder eine. Und die hat auch noch kein Ende in Sicht. Sie hat einfach noch kein Ende in Sicht. Das sind jetzt ein paar... Achso, ein paar Base wieder schreiben. So, damit die gezwungen werden, hier auch über unsere Trap rüber zu laufen, baue ich das so zu. Das Ganze. Einfach, damit wir die... Damit hier einer auf jeden Fall ausgeschaltet wird, das baue ich auch zu. Damit, falls sie kommen... Falls sie überhaupt hier rüber rennen, die werden wahrscheinlich auf Enderperlchens sparen, so wie ich... Also so würde ich das zumindest machen. Weil hier sind die dann einfach doch ein zu leichtes Ziel. Es sei denn, die benutzen einfach unsere Basen, um vorzurücken. Was auch klug wäre, wenn die gar nicht so viel Gold für eine Enderperle verschwenden wollen. Würde ich das so machen. Boah. Holy shit, das dauert ja ewig, du. Wie kriegen wir das jetzt hin, Alter? Oh Leute, bekämpfen ist doch nicht so lange. Das dauert viel zu lange. Kann ich mich hier irgendwo runterbauen auf der Rückseite? Das wäre cool. Ich guck mal nach. Das geht. Nice. Alles klar. Ich hole mir neue Blöcke und dann wird das getan. Und dann versuche ich mich von unten in die Mitte zu bauen. Und die dann von hinten zu überraschen. So ist der Plan. Ob das funktioniert? Das seht ihr, wenn das Licht angeht. Ne, da bin ich jetzt mal gespannt. So, erstmal müssen wir hier sicher runterkommen. Dafür wählen wir, damit die hier gleich nicht hochkommen, einfach den schnellsten und gefährlichsten Weg. Ach, hier kommt einer mit. Ich versuche das doch jetzt schon. Du, geh mal weiter die Base halten. Ich mach das schon. So. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Ich denke, das war eine ganz gute Idee, das hier mal auszuprobieren. Ja, genau so wollte ich das. So. Stirbt immer nur der Tom-Mime. Das ist schon mal gut. Weil das ist der, der sich nie equipt. Einfach nur als Kanonenfutter da immer hinrennt, um die unter Druck zu halten. Damit die nichts anderes machen können, außer da stehen. Jetzt habe ich hier so eine kleine Treppe gebaut, was eigentlich gar nicht mein Ziel war. Aber okay, machen wir trotzdem. So, jetzt wird es dunkel hier unten. Ich baue mich noch ein bisschen tiefer. Und dann habe ich gleich auch schon eine gute Höhe eigentlich. Eine gute Tiefe meine ich. Höhe, whatever. Doesn't really matter. Hier gehen wir runter. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger agieren, damit die unseren Weg nicht sehen. Baue ich hinter mir immer ab. Ist einfach, glaube ich, ein bisschen... Ist schon wichtig. So. Einer von denen ist gestorben. Der nimmt mir hier die ganze Arbeit weg. Kann ich mit leben. Weil wir werden eh immer noch bekämpft, wie der Tommy uns mitgeteilt hat. So, hier müssen wir uns lang bauen. Genau über den Weg. Jetzt kommen die von oben. Nee, oder? Das wäre pretty uncool. Ich baue mich jetzt einfach dahin. Und ja, mal gucken, ob ich die von hinten überraschen kann. Das wäre echt cool. Da habe ich jetzt richtig schnell geredet. Na, damit war, da wart ihr jetzt überrascht, weil ich die ganze Zeit immer nur so langsam rede. Perfekt, ich bin genau da drunter. Ich sollte eigentlich unsichtbar sein. Für die, wenn nicht, puh, dann wird es schlimm. Weil ich gut equipped bin. Ich bin gespannt, Leute. Das ist quasi die umgekehrte Turmtaktik. Weil auf dieser Map macht es keinen Sinn, sich hochzubauen. Da wird man einfach viel zu leicht gesehen. Und, ja, unten lang zu bauen macht, wie ihr seht, Junge, mein Handy, Alter. Tut mir leid. Unten lang zu bauen, macht... LOL.
Jetzt wurden die alle getötet, oder was? Nee, das ist aber nicht cool. Einer hat Enderperle. Ja, darauf müssen die aufpassen. Ich baue mich jetzt einfach direkt zu deren Base. Kann man auch machen. Tomime wurde getötet. Oh fuck, er hat mich gesehen. Alles klar, das ist nicht gut. So, dann muss ich jetzt wieder hoch. Der ist nämlich direkt an meiner Nase vorbei runtergefallen. That means, dass er mich gesehen hat. Und er hat, glaube ich, sogar nochmal mit dem Bogen auf mich gezielt, was das Ganze dann noch bestätigt hat. Jetzt springt er einfach so runter. Kann man auch machen. Okay, einer hat das Spiel verlassen. Nilus steht da oben schon. Ja, ich weiß, dass wir die mit haben. Ich komme gerade hoch. So. Ja, dann lass uns die doch jetzt holen. Du musst mich schon warnen, wenn da einer... Ja, was machst du da? Junge, der wäre einfach runtergesprungen. Hätte ich den nicht... Okay, was lernen wir daraus? Lege dein Handy niemals auf Holz, wenn du spielst, wenn du aufnimmst. Das ist eine sehr doofe Idee. Alter, komm schon. Wie lange soll diese Runde denn dauern? Holy crap. That's not cool. Das ist echt nicht cool. Wir hätten gut da unten lang rennen können. Aber dann ist der eine Typ da leider runtergeflogen. Und hat mich gesehen. Sonst wäre ich vielleicht direkt hinter denen rausgekommen in deren Base. Das wäre pretty amazing gewesen. Okay, wir sollen vorrücken, will er damit bestimmt andeuten. Ja, wenn du das hier noch sicher bauen würdest, das wäre ziemlich cool. Pretty amazing. Mach hier mal zu. Aua. Mach mal sicher, bitte. Okay, hier kann man jetzt schon mal sicher leben. Okay, das ist sicher. Alright. Aua. So, das ist der uncoole Job eines Campers hier. Der macht echt richtig wenig Spaß, weil die einfach die viel bessere Position haben. Deswegen werde ich mir zum Beispiel hier noch eine Schießscharte bauen. Zack. Boom. Boom. Okay, jetzt ist gerade doof. Aber egal, ich wag's einfach mal. Dumme Idee. Da war ganz schön knapp. So, aber jetzt schlagen wir hier mal zurück. Das ist nicht die Schießscharte, wie ich sie haben will. Keine Sorge. Die baue ich mir jetzt hier. So, was ich gelernt habe, ist immer, dass man vollständig baut, weil sonst kann das mal schnell einem zum Verhängnis werden, wenn die durch die Ecke durchschießen können. So. Kommt her. So hätten wir es auch als Ablenkung benutzen können. Ne, Sophia wäre jetzt eine echt dumme Idee. Die würde es echt gerade nicht bringen, weil die wird einfach, glaube ich, unser Vorgerücktes hier zerstören. Oh oh, wir haben ein Problem. Nice. Jetzt ist unser Weg da kaputt, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ach man, wie sollen wir das denn hier angehen? Die Folge geht 30 Minuten, die ist länger als eine 4x400er Runde, ey. Ich mach mich fertig, dass sie sich da so verkämpfen. Jetzt versucht ja noch nicht mal einer von denen zu rushen. Ich schieße einfach meinen Bogen kaputt, glaube ich. Oh, nice. Leute, vorrücken.
Ah, fuck, da ist direkt der nächste mit Bow. Nein, das ist doof gelaufen. Okay, aber der hat's nicht so drauf. Okay, denkste. Teilt auch ganz schön aus. Ich habe das Gefühl, die reden miteinander. Weil direkt als der eine gestorben ist, wusste er direkt Bescheid, okay, wir brauchen da unten einen neuen Bow. Und dann kam auch direkt der Weil jetzt. Nice, das TNT-Schaff war gut. Das hast du klug gesetzt, mein Boy. Tommy 01. Das war klug. Okay, das ist hinter dem her. Es wäre cooler, wenn das hinter dem Bogentypen her ist. Dann hätte das auch noch einen Teil vom Bett weggesprengt. Was noch cooler wäre. Weil das bauen die ja gerade so schön ein da oben. Also dieser eine da. Mit Kisten, wie ich gerade sehe. Okay. Können wir mal kurz wechseln. Mein Bogen geht gleich echt kaputt. Das wäre der erste Bogen, den ich in einer Bad Wars Runde je kaputt geschossen hätte, glaube ich. Kommt her. Kommt her. Jetzt kommt doch, Alter. Wie lange soll diese Folge denn gehen? Das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Ich glaube, jetzt könnten wir es wagen. Wirf dir die Enderperle? Wirf. Wirf, Junge. Nice. Los geht's. Okay, ich bin draufgegangen. Das war doof. Aber vielleicht hat ihm das die nötige Ablenkung gegeben, dass er da das Bett abbauen kann. Das wäre mega cool. Okay, er hat beide tatsächlich. Tatsächlich hat er sich beide geholt. Ich werde da jetzt einfach hingehen und die richtig krass nerven, den einfach die ganze Zeit die Sachen aus der Kiste polen. Pölen, ja, pölen. Oder ich werde hier einfach runterboxen. Ah, okay, sie haben keine Vorratskiste. Ich lenke den jetzt hier einfach ab ein bisschen. Von da oben. So. Geschafft. Wenn sie keine Vorratskiste haben, macht es das Ganze noch leichter. Wir haben eine, aus der wir uns Sachen nehmen können. Und die muss man da erstmal rausholen. Aber jetzt haben wir hier ein Problem. Nice, ich bin da drauf gelandet. Das wollte ich tatsächlich auch. So, und jetzt Vorratskiste, zeig mir, was du drauf hast. So, so nehme ich nicht hier. Danke Vorratskiste, du bist echt ein Schatz gewesen. Also Torm, man muss sagen, das hast du gut gemacht diesmal. Fürs Team und ja, damit wir gewinnen können. Das wäre sonst kritisch gewesen. Nice, wir haben es geschafft, Leute. Das hat aber auch lange gedauert, du. Das haben die eben versucht da oben. Alles klar. Der eine ist nochmal draufgegangen, aber jetzt sollten wir es geschafft haben hier. Okay, einer weg. Den habe ich nicht mehr bekommen. Das wäre es auch gewesen. Vorratskiste. Oh, ja. Nimm einfach mal von allem ein bisschen zu viel. GG. Nice Runde, Leute. Das waren einfach mal krasse 34 Minuten für eine 2x4er-Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, bei dieser Folge knacken wir die 120 Likes, Leute. Wenn wir das schaffen, dann seid ihr die Baros. Falls ihr Bock auf mehr habt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Wir sehen uns dann morgen wieder um 14 Uhr, hoffentlich. Bis dahin würde ich mal sagen, haut rein und ciao.